Manchmal merkt man es nicht, weil Gift in die Wunde fließt. Also spürst du irgendwas? Nein. Ist dir vielleicht schwindelig? Nein. Wie viele Streifen habe ich? Mir geht's gut. Beantworte die Streifenfrage. Drei. Nein, siehst du, du hast dich doch verletzt. Ich habe eins, zwei, drei. Mehr nicht? Oh, es geht dir gut. Was macht die Glücksflosse? Ein Glück. Lass mal sehen. Willst du dieses Jahr wirklich schon zur Schule gehen? Wenn nicht, ist das kein Problem. Dann wartest du eben noch fünf, sechs. Komm jetzt, Papst, wir müssen zur Schule. Hast du dich gewaschen? Willst du etwa, dass die Seeanemone dich sticht? Ja. Wasche. Ich bin fertig. Und was ist das da? Wo? Na hier. Und hier, und hier, und hier. Alles klar, es geht los. Erster Schultag, aufgepasst. Regel Nummer 1, Wissen ist Macht. Zum Beispiel, was wissen wir über den Ozean? Er ist gefährlich. Ja, braver Junge. So, wir sehen erst nach, ob die Luft rein ist. Wir schwimmen raus und wieder rein. Dann schwimmen wir raus und wieder rein. Und noch einmal. Raus und rein. Man kann es auch viermal machen, wenn man unbedingt will. Ah. Bin schon ruhig, geh mir. Papst, vielleicht sehe ich ja ein Hai, wenn ich in der Schule bin. Das glaube ich kaum. Hast du schon mal einen Hai getroffen? Nein, und ich habe es auch nicht vor. Wie alt werden Schildkröten? Schildkröten? Ich habe keine Ahnung. Sani Plankton von nebenan, der hat gesagt, dass Schildkröten bis zu 100 Jahre alt werden. Falls ich mal eine Schildkröte treffe, frage ich sie. Gleich nach meinem Gespräch mit dem Hai, okay? Warte, gucken, rüber schwimmen. Bleib an der Flosse, immer an der Flosse bleiben. Papst, du flippst doch nicht wieder aus wie Neulich und streichelst du, oder? Hey, die Schnecke war kurz davor, dich anzugreifen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Auf Wiedersehen, Mama! Und auch nicht lustiger als alle anderen. Ach, komm schon, Clowny. Jetzt sei heute mal lustig. Ja. Einen Witz kenne ich. eine Miesmuschel, die ging zu einem Heilbrunnen. Er ging es nicht ganz richtig. Sie schwamm. Also eigentlich bewegt sich die Muschel ja gar nicht. Sie ist ja festgewachsen. Und dann sagt der Heilbutt, also jetzt bin ich raus. Nochmal, eine Miesmuschel und ein Heilbutt, keiner von beiden kann gehen. Vergesst das nicht. Egon, raus aus dem Johannes-Skopf! Sofort! Wo seid ihr? Wo steckt ihr? Papst, darf ich auch spielen gehen? Darf ich? Ja, mir wäre viel lieber, wenn du auf den Schwammbänken spielen würdest. Ich würde da spielen. Wo ist Isa mit seiner Flosse? Du siehst komisch aus. Au! Hey, was ist denn? Was habe ich gemacht? Sei nett, es ist sein erster Schultag. Er wurde so geboren, Kinder. Wir nennen sie seine Glücksflosse. 16, fang an dort. Der ist weit voll kürzer als meine anderen Fangarmen. Aber eigentlich merkt man sie. Erst recht nicht, wenn ich so hin und her bewege. Und ich habe eine Wasserallergie. Ich bin der Nachversagung. Oh, nennt mir die Zonen, die Zonen, die Zonen. Nennt mir die Zonen der offenen See. Herr Rochen, los komm, Nemo. Oh, du bleibst besser bei mir. Auf einmal geblieben. Da seid ihr ja. Alles an Bord, ihr mutigen Forscher. An Forschung und Wissen ist stets was Lyrisches, wenn man dabei auch streng empirisch ist. Du kannst jetzt gehen. Hallo, wer ist denn das? Ich bin Nemo. Also Nemo, alle neuen Forscher müssen eine wissenschaftliche Frage beantworten. Ist gut. In was für einem Zuhause lebst du? In einer Anemone-Mette. Sag mal, ich denke, willkommen an Bord, Forscher! Ich muss ihm was sagen, seine rechte Flosse ist zu klein. Wenn ihm das Schwimmen zu viel wird, dann lasse ich ihn immer eine Pause machen. So 10, 15 Minuten. Du musst jetzt wirklich gehen. Keine Angst, wir bleiben immer alle schön zusammen. Also Kinder, Orbite Optike geradeaus. Und nicht vergessen, jeder behält seine Flossen für sich. Das kann auch für dich kommen. Schlecht fürs erste Mal. Naja, wir können sie.
gehst erst in ein, zwei Jahren in die Schule. Nein, Paps, bloß weil du vor dem Meer Angst hast. Ich bin dein Vater, ich habe die Verantwortung und damit Schluss. Du denkst vielleicht, du kannst das alles, aber da irrst du dich, Nemo. Ich hasse dich. Es gibt nichts zu sehen. Zwei Reihen da drüben. Entschuldigung, kann ich vielleicht helfen? Ich bin schließlich Wissenschaftler. Irgendein Problem? Tut mir leid, ich wollte dich stören. Er ist kein guter Schwimmer und er ist noch zu jung, um ohne Aufsicht hier draußen zu sein. Ich versichere Ihnen, er ist bei mir gut aufgehoben. Das glaube ich ja. Aber Ihre Klasse ist nun mal sehr groß und Sie können nicht überall Ihre Augen haben. Ich sage ja nicht, dass Sie nicht aufpassen, aber trotzdem... Ach, du Dreck! Nemo findet das auf dem Meer! Nemo! Bist du verrückt geworden? Wenn du dich da draußen verhältst, muss ich dich holen, und zwar bevor dich ein anderer Fisch holt. Komm sofort zurück! Ich sagte, du sollst sofort wieder zurückkommen. Sofort! Nemo! Warte es ja nicht! Du kommst sofort wieder her, verstanden? Wehe, wehe, du fasst dieses Boot an! Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du fasst nicht dieses Boot... Nemo! Er hat's Boot abfasst! Mach, dass du sofort wieder her schwimmst, Nemo! Na, endlich! Jetzt kannst du was erleben, junger Mann! Hast du gehört? Du!